So, holen wir nochmal Munition hier. Okay. Okay, das mit der Munition holen, das verschieben wir wohl auch später. Jo, so. Da, Munition. Okay, der ist nicht tot. Also, ein Sellwerk ist halt tot. Denke ich. Bin mir jetzt natürlich nicht hundertprozentig sicher, aber... Alle, yep. So. Hallo? Wie geht's denn so? Geht's so gut? Radio Free Manhattan. Oh. Für alle, die immer noch in dieser zerstörten Stadt ausharren. Ich habe einen Funkbogen für euch. Oder zumindest sowas ähnliches. In einem brandaktuellen und völlig erstaunlichen Anfall von gesundem Menschen. Das sieht natürlich auch so geil aus, hier die kleinen Viecher bei dem Meine Licht. Männer. Deshalb ist der Kontakt abgebrochen. Ich hatte gehofft, nun wie auch immer. Der Krieg fordert eben Opfer. Die müssen wir alle bringen. Versuchen Sie, Ihre Scat-Ausrüstung zu finden. Dann würden wir wenigstens vor dem gewarnt, was uns hier erwartet. Was soll ich für Scans finden? Vision aktiviert. Ah, hier ist Munition. Mitchell Reeves. Außer Tara Strickland war er der Beste, den ich hatte. Aufgrund des Feeds, den ich von Ihnen bekomme, würde ich sagen, der Sporenkreis nähert sich ruhenden Ebenen. Zerstöre die Sporenleitung. Betritt das Sporensilo. Okay. Nee, die Waffe nehme ich nicht, denn wenn ich die eintausche, kriege ich keine Munition mehr. Genau, das hatte ich nämlich gerade eben geschaut. Explosion unmittelbar bevorstehend. Easy going. Bam, bitch. Get out the way. Okay. Ausgezeichnet. Jetzt müssen wir sie in die zentrale Struktur bringen. Anhand der Pläne, die Reeves und sein Team senden konnten, würde ich vorschlagen, sie sprengen eines der Röhrensiegel und verschaffen sich über den Riss Zugang. Suchen Sie nach Schwächen in der Struktur. Klar. Toll, das was? Wie ein Korallenökosystem. Kann es da noch Zweifel geben, dass diese Kreaturen sich in einem Ozean entwickelt haben? Sabotiere die Sporenleitung. Stelle eine Verbindung zu den Sporenhaaren her. Oh, okay. Na toll. Na sicher. Ist das... Boah, hat der mich... Ah, boah, war das ein Nahkampfangriff. Der hat mich voll am Lotte weggehauen. Zum Glück hatte ich meinen Panzermodus an. Hat er mich wahrscheinlich gekillt gehabt. Wenn nicht. Oh Gott. Heute wieder sehr zielsicher. Jo. Ah, also habe ich doch richtig gehört. Wollte schon gerade sagen, irgendeiner kommt hier zu mir. Hab ich doch richtig gehört. Einer ist gut. Ah, die haben ja ihre Klinge ausgepackt oder was auch immer das ist. Wolverine! Ah, cool. So, wieder meine andere Waffe. Oh oh. Ah, ja. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Oh oh. Ach. Not even close, baby.
die neue mal. Mal einen Ticken näher. Mal gucken, was man. Okay, da ist er direkt. Warte mal, ich hab da noch C4, oder? Kein Spitzschaft da. Bam! Und? Junge, was geht so? So? Tot? Und so? Ja, ihr lieben Seth, ich würde mal sagen, eure. Was wir jetzt machen. Okay. Das scheint zu funktionieren. Aber Sie müssen das Ganze bei den anderen Röhren wiederholen. Dann müsste das gesamte System unter Hochdruck stehen. Na klar, wie komme ich da hin? Ah, da geht's lang. Gut, gut, gut. Oh, lack, lack, lack. So. C-Dum. Was haben wir denn hier für einen Sniper? Okay. Geh mal in den Farm-Modus. Naja, ja, komm. Den da hab ich. Keine Ahnung, hab ich den. Nehmen wir mal nochmal. Wie bitte? Nicht One-Shot? Der zweite Schuss hat nicht getroffen. Oh, der ist tot. Aber trotzdem. Hallo? Alter, ich habe einen dicken Sniper und die sind nicht One-Shot. Ich weiß gar nicht, ob das ein dicker Sniper ist. Sieht zumindest mal ziemlich groß aus, aber... Macht doch mal ein bisschen Rums, aber. Ernsthaft, ey, Leute. Naja. Also. Ich weiß ja nicht, Leute, ne? Ich glaube, dann bleibe ich doch lieber hier. Also. Ja, doch ab lieber in den Nahkampf und dann. Habe ich doch wohl mehr Erfolg. Hier ist die 1, aber. Hier nicht sehr viel weiter. Leben. Aber der hat einen Punkt. Und jetzt? Und jetzt? Hä? Hab ich dich gegriffen, Mann? Hab ich dich weggeschmissen? Oh. Da oben ist wieder mein Freund. Der ging glücklicherweise an mir vorbei. Okay, das hätte ich nicht gedacht, dass der so weit runter gucken. So. Wo ist er denn? So. Ja! Okay, nee. So, und jetzt die Schrotflinte. Und nochmal. Und. Gibt's die noch? Okay, nein. Dem ist. Sein letztes Hirn aus dem Kopf geflogen. Gut. Sie kriegen den gewünschten Effekt, aber Sie müssen sich beeilen. Die Idioten im Pentagon werden in Kürze handeln. Die Idioten im Pentagon, ja. Ja, war doch klar, Mann. Damit habe ich gerechnet. Was haben wir denn? Hier gibt es noch mal ein bisschen Munition. Hier haben wir ein MG. Kann ich das modifizieren? Ah, das ist ein bisschen groß, ne? Dann nehmen wir doch lieber
Ne, Laser ist jetzt ja scheiße. Komm, wir benutzen es mal und wir probieren es einfach mal aus. Moment, habe ich gelitten. Also entweder ist es ein besonderer Grad gewesen, weil er gerade mal so rot geleuchtet hat und noch so viel ausgehalten hat, oder ich habe sehr viel daneben geschossen. Aber ich schätze mal, dass der, da der so komisch rot war, hat er vielleicht auch einen Panzermodus. Das kann natürlich auch sein. Okay. Na komm her, na komm her, Pussy. Okay. Jo, das ist aber da. Taktische Optionen verfügbar. Ach, die. Komm. Scheiß auf die taktischen. Scheiß auf die taktischen. Dinger, brauche ich nicht. Ich habe ein MG in der Hand. Junge! Okay, da ist ein Digger, der ist hinten gewesen. Oh, das ist aber untexturiert hier immer. Unscharf. Ja. Maximale Panzerung. Was ist das für? Also irgendein EMP oder sowas ist hier gerade explodiert. Was mache ich denn? Ich konnte gar nicht nachladen. Ich habe da hier. G. Erstmal das ganze Magazin auf den guten Kerl jagen. Keine Munition. Gar keine. Na komm her. Komm her! Junge! Oh, hält der Flop. Oh, hält der Flop. Hier ist das Magazin. Ja, endlich. Da. Jetzt brauche ich aber trotzdem mal Munition. Ah, mit meinem Visor noch schön nass. Hier ist nochmal schönes Grün. Von dem sieht man ja nicht so viel hier in Manhattan. Nachladen. Und nochmal Munition. So, und dann machen wir hier eine komische Leitung mal kaputt. Schwubbel, 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 schwubbel. Sabotiere die zentrale Alien-Struktur. Ey, dann gehen wir mal zur Kommandozentrale, Junge. Oh. 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 Okay, die geht einfach mal so auf. Tja, sabotiere. Was muss ich denn machen? Muss ich da runter? Oh, okay. Gut. Mal sehen, was der Anzug alles kann. Nanosporeninfizierung. Filterin. Sucherinterface. Ausgezeichnet. Erkennung, Kommunikation, Austausch. Die Protokolle sind kompatibel. Und jetzt? Okay. Ich glaube, ich komme jetzt den. Oh, okay. Rausgefiltert. Die mögen mich nicht. Ich greife. Mehr Widerstand als erwartet. Sie sollten... Entschuldigen Sie mich bitte. Okay, mit Maus 1 könnte greifen. Nach oben. Sollte eigentlich kein Problem sein. Alcatraz, hören Sie mir genau zu. Die Entscheidung ist gefallen. Die Bomber sind unterwegs. Nichts wie raus da. Ich habe einen Helikopter geschickt, aber Sie müssen sich beeilen. Suchen Sie sich eine erhöhte Position. Schnell. Easy going. Entkomme der Flut. Erreiche den Helikopter, um exfiltriert zu werden. Maximal. Jo, ich beeil mich, Junge. Okay, die Flut kommt. Bald. Also die Bomber sind auf dem Weg, die Flut kommt danach. Entkomme der Flut. Geh an Bord des Helikopters.
Oh, okay. Genau so. Die Barriere ist unten. Laufen Sie, Alcatraz. Sie müssen da lebend raus. Sie und der Anzug sind unsere einzige Hoffnung. Irgendwie bin ich wohl ein bisschen langsam gewesen, oder? Aber ich konnte ja gar nicht schneller. Ja, und jetzt? Ach, jetzt bin ich nicht mehr zu finden. Hahaha! Ja, und? Kompatibilitätsregistrierung wird durchgeführt. Verarbeite. 76%. Sperrprotokoll wird benötigt. GPS. Wenn ich ehrlich bin, weiß ich gar nicht, was der Sinn, also was in Teil 2, was wir hier überhaupt machen. Ich glaube, es geht darum, irgendwie die Aliens zu analysieren oder so. Wenn dieses Ortungsgerät von Ghoul tatsächlich funktioniert und wenn er nicht in den Wellen ertrunken ist, scheiß Pentagon, ist denn das zu glauben? Ruhe, Marine, wir haben der Weg. Da, da drüben, Feinde! Oh, okay. Alcatraz! Hallo. Ich bin's, Chino. Erinnern Sie sich? Nein. Keine Ahnung. Was ist mit ihm geschehen? Jemini, was ist das denn für eine Woche? Treu oder tot? Anzug, Mann. Von der Fifth Avenue. Waren Sie etwa ohne mich einkaufen? Los, wir müssen irgendwo hin, wo es sicher ist. Wir sind hier leichte Beute. Ja, ohne Scheiß, Mann. Unterstütze die Delta Company. Erreiche den Exfiltrationspunkt. Auf Übersicht achten. Taktische Optionen verfügbar. Boah. Was haben wir denn diesmal? Scheiß auf die taktischen Optionen, Alter, echt. Hab auf in den Griech. Was? Die ist einfach despawned, okay. Ich höre Sie, Sir. Wir haben Molluskenangriffe von allen Seiten. Müssen an einen sicheren Ort. Haben Sie den Anzug, Kerl? Ja, wir haben ihn. Bleiben Sie, wo Sie sind. Wir kommen. Okay, aber beeilen Sie sich. Wir sind hier in der Unterzahl. Hallo? Naja, los. Delta Company. Delta Company. Was? Oh. Das ist doch nicht der Arm von der lieben Frau Liberty. Der ist irgendwie falsch in der Stadt, glaube ich. Ja, und sonst so, ne? Mädels, erzählt doch mal was. Taktische Optionen verfügbar. Ach jo, geh mich auf den Keks, Alter. Oh. Durchhalten, Delta. Wir holen sie. Oh, okay. Unter Beschuss. Hallo. Hallo. Schießt ja mit der Schrotflinte auf der Entfernung? Nee, oder? Ihr seid doch schlau, Jungs, oder? Hallo? Wie hält denn der aus hier? Stot? Okay. Wir haben ja hier richtig Party. Also, ehemaliger Krankenwagen. Aber jetzt ist ja hier alles ein wenig versenkt worden vom Pentagon. Ob es das wirklich gibt?